Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat. Und ja, das Video, was ich heute für euch dabei habe, ist ein Thema, was mir eigentlich ja schon seit geraumer Zeit immer wieder auf den Nägeln brennt oder unter den Nägeln brennt. Ich habe das auch thematisiert in einem Video, was ich erst vor kurzem über die SU 130 PM gemacht habe. Packe ich euch gerne nochmal hier in die Verlinkung, könnt ihr euch auch angucken. Wenn man manchen Spielern im Random so zuschaut, gerade der Dreiecksfraktion, also den TD-Spielern, dann hat man immer das Gefühl, dass es nur eine einzige Spielweise gibt mit diesen Panzern, und zwar ganz hinten an der roten Linie. Zum Beispiel hier auf Minen fahren viele immer dann auf die A4-Position, so wie unsere SU 130 PM jetzt. Und ich bitte euch, wenn ihr das Ganze jetzt seht, zu verstehen, dass die SU 130 PM im Prinzip genau die gleichen Voraussetzungen in dieser Runde hat wie wir selber. Also soll heißen, man kann auch mitspielen. Unser T103, der macht das schon ein bisschen besser, und man muss sagen, auch der SAPTK zeigt, dass es anders geht. Also dieses, ja, auf der einen Seite wollen alle möglichst viel aus ihrem TD rausholen, und auf der anderen Seite sind aber, ja, ich würde fast sagen, 90% der Spielerschaft nicht bereit, mit dem TD dann auch mal mitzuspielen, die Ketten an dem Fahrzeug zu nutzen. Beim Skorpion habt ihr ja sogar dann auch noch einen voll drehbaren Turm. Auch das kann man natürlich zu seinen Gunsten nutzen, um dann auch mal wichtige Positionen mit dem Team zu besetzen und mit dem Team mitzuspielen. Ja? Das ist eine Kunst, oder es ist eigentlich noch nicht mal eine große Kunst, sondern es ist halt einfach nur ein bisschen die Karte kennen, ein bisschen Map-Verständnis, ein bisschen das Matchmaking erkennen und dann dementsprechend sich mit positionieren, sodass wir jetzt hier die Insel gewinnen konnten. Wir haben auch den Hügel. Das sieht schon mal gut aus. Man muss natürlich fairerweise sagen, wir haben auch die bessere Seite auf der Karte Minen. Aber gerade dann macht es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dass jetzt die SU 130 PM da hinten immer noch auf dem Hügel steht. Aber gut, das ist seine Sache. Ich möchte quasi an euch einfach weitergeben, dass man in diesem Spiel, gerade wenn ihr auch maximale Credits zum Beispiel aus euren Premium-TDs rausholen wollt, ich meine SU 130 PM, SAPTK, Skorpion G, das sind so meiner Meinung nach die Credit-Farm-Maschinen, die alle davon leben, dass man mitspielt und dass man vor allem auch sich selber den Schaden organisiert. Nicht, dass man sich zu sehr auf die Scouts verlassen muss und dass man irgendwie die ganze Zeit nur wartet, dass das eigene Team, also im Prinzip viele TD-Spieler schließen ja am Anfang der Runde gleich eine Wette ab, und zwar, dass das eigene Team verliert, positionieren sich dementsprechend passiv und warten dann einfach darauf, bis die Mitspieler tot sind, um dann im Zweifel noch ein, zwei Schüsse machen zu können, und freuen sich dann darüber, dass sie ja ein bisschen was an Schaden farmen konnten. Wenn ihr aber mitspielen wollt, wenn euch quasi eure eigene Siegkarte auch wichtig ist und wenn ihr quasi den Creditverdienst, den ihr habt, noch nach oben treiben wollt, dann seht ihr zu, dass ihr am Gefechtsfluss am besten teilnehmt. Ich habe jetzt für euch heute zwei Replays dabei, eins im Skorpion G und eins dann nochmal auf einer niedrigeren Stufe, T78 auf Stufe 6. Nur, dass ihr seht, das funktioniert auf allen Stufen eigentlich hervorragend. Auf Stufe 10 brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Da habe ich ja schon genug Videos zum Jagdpanzer EN100 und Co. gemacht. Die sind natürlich dann auch noch dementsprechend so stark bewaffnet und so stark gepanzert, dass sie vorne mitspielen können. Aber so ein Papierpanzer wie der Skorpion G, natürlich lebt er so ein bisschen auch von der Übersicht, dass dass ihr so die Dynamik eines Gefechtes einschätzen könnt, dass ihr nicht zu lange an einer Stelle verharrt und dass ihr dann, wie gesagt, auch vorne mit dabei seid, wenn es knallt. Und dann könnt ihr euch quasi den Schaden frei picken. Ich hatte jetzt hier an der Stelle, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt gerade umlade, ich hatte eigentlich eine HE vorausgewählt für den Skorpion, lade jetzt aber um. Dann ist mir aufgefallen, dass ich leider auf dem Skorpion G noch keine Vorahnung geskillt habe. Ärgerlich, hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Aber der IS-3 sollte jetzt rausgehen, und jetzt kann ich immer noch meine HE laden, denn der Skorpion G hier um die Ecke, der lebt immer noch. Und den können wir uns jetzt gönnen. Das Gefecht ist nicht zuletzt aufgrund unseres Pushes hier schon so gut wie entschieden. Nochmal faire 645 HE in die Kanonenblende reingehauen. So, jetzt brauchen wir hier auch keine HE mehr. Müssen ein bisschen aufpassen, dass die Kollegen da unten uns hier nicht treffen. Wir stehen hier aber einigermaßen geschützt. Und wichtig ist dann halt, dass ihr auch wirklich die Ketten von dem Fahrzeug benutzt. Ja, dass ihr euch dann auch nicht zu schade seid,
im Zweifel mal einen Schuss zu tanken. Ihr habt zwar nicht viel AP, aber einen Schuss könnt ihr euch immer mal nehmen, um dann einfach weiter den Angriff voranzutreiben, aber auch dann in der Abschmerzphase, und befinden uns hier mittlerweile deutlichst in der Abschmerzphase, dass ihr auch da so wenig wie möglich liegen lasst. So, SDA freut sich auch. Das waren jetzt natürlich ein paar Low Rolls, aber das ist in Ordnung. Dafür haben wir davor ein paar High Rolls gemacht. Und jetzt können wir dem SDA nochmal eine reindrücken für 480. Schönes Brett. Der Jisoo hat einen verschossen, einen gebounced. Und jetzt wird er gerade gejodelt. Also auch hier alles gut. SDA kriegen wir jetzt nicht mehr. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, auf den Jisoo zu schießen. Aber ihr seht, wir haben, glaube ich, sogar noch was blind getroffen. 4300 werden jetzt angezeigt, 3 Kills. Und wir sind von Anfang an einfach mit nach vorne gekracht, haben mitgespielt. Wir können dann ja in den Postgame-Stats nachher auch nochmal schauen, was die Su 130 PM da so gemacht hat. Vielleicht hatte sie ja auch eine gute Runde aus der Base. Ich meine, wenn die Gegner einigermaßen dankbar sind, dann könnt ihr natürlich hier auch immer schön da reinfarmen. Das heißt, wenn die Gegner hier maximal aggressiv spielen, ist die Position ja nicht schlecht. Versteht mich nicht falsch. Aber in so vielen Situationen bringt es euch halt nichts, weil entweder euer Team verliert, weil ihr nicht mit an der richtigen Stelle seid, oder ihr gar nichts abbekommt. Also sich einfach nur hier hinten hinzustellen, das funktioniert in vielen Fällen, leider muss man sagen, aber in vielen Fällen eben auch nicht. Gerade wie gesagt, wenn euer Team gewinnt ohne euer Zutun, kriegt ihr meistens nichts ab. Oder wenn euer Team hier vorne fightet, könnt ihr nicht wirken, bis eure Mitspieler tot sind. Dann habt ihr schon so viele Mitspieler verloren, dass die Runde im Prinzip auch beendet ist. Ihr macht vielleicht noch 1-2 Schuss Schaden, seid vielleicht sogar top im Schaden, aber unterm Strich habt ihr dann keinen Einfluss gehabt. Die Qualität eures Schadens hat darunter halt extrem gelitten, wenn man das so sagen kann, weil der Schaden nicht da entstanden ist, wo er noch einen entscheidenden Beitrag zu dem Ausgang der Runde hatte, ja, wenn man das vielleicht so formulieren kann. Als kleine Erinnerung zwischendurch, falls ihr noch nicht auf den Like-Button gedrückt habt, drückt bitte jetzt auf den Like-Button, falls euch meine Videos gefallen, und ich würde sagen, wir starten in die nächste Runde. Ja, diesmal sind wir mit unserem 6er TD in einem 7er Gefecht. 2 Artis gibt es, ein Light, und ihr seht auch schon, denke ich, an meiner Ausrüstung. Ich habe einen verbesserten Drehmechanismus, hier kann man ja keinen vertikalen Stabilisator einbauen. Ansonsten habe ich noch eine Optik und einen Ansetzer dabei. Also ich will für mich selber in der Lage sein zu spotten, und auch diesen T78, den spiele ich am Anfang häufig so ein bisschen verhalten, gerade wenn ich Low-Tier bin. Ja, das Ganze gilt natürlich auch für die anderen TDs. Wenn ihr Low-Tier seid, müsst ihr erstmal ein bisschen dezenter starten. Aber beim Scorpion G zum Beispiel habt ihr so eine fette Knifte mit 490. Das tut halt auch 9ern und 10ern weh. Das ist immer so ein bisschen eine Ermessensfrage. Was glaubt ihr, was das Gegnerteam anzubieten hat? Wir haben jetzt hier 7 TDs. Das heißt, man kann häufig davon ausgehen, dass die Gefechtsdynamik ehrlicherweise nicht so groß ist. Weil, machen wir uns nichts vor, die Leute sitzen in ihrem Panzerjäger, und ob der nun dick gepanzert ist, wie zum Beispiel eine Su 100 M1 oder schwach gepanzert wie eine Hellcat oder ein T78, von der Mobilität machen nur die wenigsten Gebrauch, und wenn sie davon Gebrauch machen, dann jodeln sie meistens ziemlich schnell in den Tod. Also alles in allem ist gerade der Bereich TDs so ein Bereich, wo man sagen kann, viele Leute differenzieren einfach nicht bei den verschiedenen Arten von TDs. Es gibt die Durchbruch-TDs, also sowas T95, Tortoise, T110E3, Jagdpanzer E100. Das sind TDs, die sind nicht dafür gemacht, irgendwo hinten zu snipen, sondern das sind straight in die Fresse TDs. Dann gibt es natürlich sowas wie die Stritzwein-Reihe, das sind schon eher dann die sneakigen Bushcamper, die ja in einer wilden Position sitzen, Auffangstellung beziehen oder halt überfallmäßig die Leute mit ihrer DPM und ihrer genauen Kanone aus dem Siege-Modus wegmachen. Und dann gibt es diese Panzer wie die Hellcat, wie den T78, wie den Scorpion G, wie die Su 130PM. Die kann man tatsächlich so ein bisschen auch wie Mediums fahren. Ja, an Stellen, wo es sich anbietet, wartet ihr in einer sneaky Position. In anderen Situationen habt ihr halt einen drehbaren Turm, ihr habt Ketten, ihr habt eine gute Mobilität, ihr könnt auch mitspielen. Das heißt, ihr könnt, wenn es die Spielsituation erfordert, im Prinzip dann auch vorne mit dabei sein und
letztendlich auch im direkten Infight gegen eure Kontrahenten kämpfen, aufgrund des drehbaren Turms und natürlich, weil ihr dementsprechend auch die Kanone dafür habt. Der T-78 ist natürlich anders auf seiner Tierstufe als der Skorpion G, den wir uns gerade angeguckt haben. Wir haben hier 240 Alpha-Schaden, also jetzt nichts, was unbedingt sofort ins Gewicht fällt. Aber ihr habt eine relativ gute DPM und ihr habt halt die Möglichkeit, sehr konstant und konsequent hintereinander Schaden zu machen. Ihr müsst halt hier nur ein bisschen aufpassen. Ihr solltet immer so eine Art gesunden Abstand halten zu den Gegnern. Dann versuchen, eure Schüsse zu machen. Wenn sie nicht immer sofort treffen, ja mein Gott, dann ist das halt so. Hier habe ich jetzt gepennt. Mein Schuss ist nicht mehr angekommen. 2-2, also im Moment sieht es so aus, dass das Gegnerteam die Insel spielt und unser Team versucht hier vor allem die Insel zu verteidigen und wir sind mit wenigen Kräften hier nach vorne gerückt über die C1-Position. Jetzt haben wir halt das Problem, M6 und VZ, das sind relativ blinde Heavies, jedenfalls meistens auf den Tierstufen so. Die Leute fahren das ja auch nicht mit Optik, warum sollten sie auch? Und die Crews sind meistens auch noch nicht so gut, das heißt, die Leute sehen nichts und wenn dann da hinten in der Basis sowas wie ein Firefly steht und da fehlen ja noch ein paar TDs, ne? Also der T25-2 fehlt, der Achilles fehlt, dann werden die relativ schnell abgefarmt und wir sehen das ja auch schon, wir haben den VZ jetzt schon verloren, M6 hat auch schon ganz gut geblutet. Ich hätte jetzt hier gerne den T78 noch mit rausgekriegt, ist mir aber nicht gelungen. Jetzt geht er raus durch unseren Type 64. Die SU-8 klickt unseren M6 raus. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade 2 Full-AP-Heavys verloren, was im Prinzip unser Angriff zum Erliegen gebracht hat. 4-7, wir liegen 2000 AP hinten. Das Gegnerteam pusht seinerseits hinten über die Insel. Und wir wissen jetzt auch, wo der Achilles steht. Der hat gerade zusätzlich zu dem Firefly auch auf uns versucht zu schießen. Und ich muss jetzt hier erstmal eine bisschen passivere Position einnehmen. Wir sehen auf der Minimap, dass der Achilles, dass der Firefly versucht uns zu pushen. Wir können ihm jetzt hier in der Anfahrt den ersten Schuss mitgeben und jetzt ist er schon im Bereich eines One-Shots. 244 HP hat er noch und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er das jetzt ernsthaft durchziehen möchte. Ah, doch. 22 AP, also jetzt ist er definitiv One-Shot für uns. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, nicht, dass mich die FV-Arti oder die SU-8 hier wegklatschen. Ich bin noch Full AP, also von daher noch eigentlich ganz guter Dinge. Unser Type 64 entsorgt für uns den nächsten Mitspieler aus dem Gegnerteam. Jetzt haben wir da hinten den Jagdpanther, an den komme ich leider nicht ran. Objekt 244, IS und SU-100 M1 pushen da jetzt weiter in unsere Base. Wir haben hinten noch 2 T-25-2 stehen. Müssen wir mal schauen, ob die imstande sind, da noch irgendwie gegenzuhalten. 6-9, gute 3000 AP hinten, also eine herausfordernde Situation. Meine Runde war bis jetzt auch alles andere als geil. Wir haben 285 Unterstützungsschaden, 699 Schaden. Aber auf der anderen Seite, manchmal ergibt es sich halt einfach nicht. Eure Mitspieler sterben zu früh weg. Ihr könnt dann den Push nicht weiter fortsetzen und ihr wollt aber auch die Map-Position nicht aufgeben. Ja, ich hoffe, dass man das versteht. Also der eine oder andere würde jetzt sicherlich sagen, fahr zurück zur Basis. Aber wir haben ja noch ein bisschen was unspottet. Also T25-2, Achilles aus dem Gegnerteam immer noch nicht gespottet. Und es ist halt relativ wichtig, dass man gerade in solchen Situationen nicht fahrlässig die komplette Map-Control aufgibt. Weil ihr seht ja, wir konnten jetzt eben auf den AMX schießen. Wir haben jetzt hier den Jagdpanther gespottet. Das heißt, unser AMX weiß schon mal, dass der Jagdpanther auf ihn zukommt. Dahinter haben wir jetzt noch einen T25-2 gespottet. Also das sind erstens wichtige Informationen und zweitens natürlich dann auch Schusskanäle, die ihr nutzen könnt. So, der AMX-AC ist da jetzt auf sich allein gestellt. Der T25-2 hat seine Situation geklärt und wir konnten jetzt im Jagdpanther hinten noch eine reindrücken. Es ist natürlich ein bisschen schwer, hier durch die Schienen zu schießen. AC hat den Jagdpanther geklärt. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich weggemacht vom T25-2. Müssen wir schauen, dass wir hier vielleicht noch den einen oder anderen Schuss reinbringen. Der T25-2 seinerseits ist da noch am Fighten gegen die SU-100 M1. Und jetzt haben wir den Achilles gespottet. Vielleicht können wir dem in der Anfahrt auch noch eine mitgeben. Ja, fährt relativ gut hinter den Bahnschienen. Jetzt guckt er hoch. Das ist eine gute Möglichkeit für mich, ihm hier eine mitzugeben. Ich bin jetzt gespottet worden und bin jetzt gerade nur noch mit dem T25-2
zusammen gegen die restlichen 5 Gegner. T25-2 hat die Su-100 M1 wenigstens noch rausgenommen. Damit haben wir nur noch einen 7er, den gegnerischen T25-2. Zwei Artis, ein Light. Also, ich denke, wir haben hier noch alle Optionen auf dem Tisch. Leider ist der T25-2 One-Shot, aber er gibt hier gute Schüsse in den T25-2. Die sind wichtig. Somit sind wir jetzt auf 1000 HP rangekommen und liegen quasi nur noch 1000 HP hinten. Ich bin noch Full HP, aber ich habe halt auch das Problem, der AMX 12 Tonnen könnte mich jederzeit pushen. Und der Achilles kann es natürlich auch probieren. Hinter dem T25-2, der hier einen exzellenten Job macht, ist gerade die Su 8 aufgegangen. Wenn er den jetzt auch noch rauskriegt, das war natürlich jetzt extrem stark. Vierter Kill schon für ihn. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir hier die drei verbliebenen Gegner finden. Plus die Arti. Das ist der 12 Tonnen hinter dem T25-2 aufgegangen. Und jetzt bin ich quasi alleine gegen 4 Spieler. Ich bin zuletzt aufgegangen bei der E1-Position oder noch ein bisschen weiter davor. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Gegner davon ausgehen, dass ich von der anderen Seite, von der quasi östlichen, nein, westlichen Seite der Schienen angreife. Ich bin zuletzt im Osten gespottet worden, komme jetzt aber. Ich bin zuletzt im Westen gespottet worden, komme jetzt aber aus dem Osten. So, so ist richtig. So, das ist auch mein gefährlichster Gegner, T25-2. Dem können wir jetzt direkt einen mitgeben. Und wenn er jetzt hier weiter auf uns zu... Er hat uns nicht mal gespottet. Das heißt, wir können ihn jetzt hier anspottet. Jetzt sind wir gespottet, aber wir konnten zumindest auch noch ohne Schaden den nächsten Schuss abgeben. Der AMX 12 Tonnen hat uns genau da gesucht, wo ich gerade das Ganze versucht hatte, falsch herum anzusprechen. Und jetzt haben wir nur noch zwei Gegner. Die RV-Arti und den Achilles. Leider hat mein Schuss nicht getroffen. Der Schuss vom Achilles aber auch nicht. Der Schuss trifft auch nicht. Okay, jetzt wird es langsam ärgerlich. Ich muss jetzt mal einen sicheren Decap bringen. Da bietet sich die RV-Arti natürlich an. 311 mit der HE. Das schmeckt. Und jetzt auch nochmal den anderen gedecapt. Also, die Gegner hätten mich vielleicht lieber direkt pushen sollen. Gott sei Dank haben sie es nicht getan. Achilles können wir hier nochmal tracken. Jetzt kommt auch noch die RV-Arti rangefahren. Die RV-Arti gibt uns nochmal 100 Schaden. Aber dadurch, dass wir noch Full AP waren, alles kein Problem. Und die Runde ist im Prinzip gewonnen. Also auch das eine Stärke von den TDs mit Turm, dass man sie genauso wie der T25-2, der hat davon ja auch sehr guten Gebrauch gemacht. Deswegen hat mich das gefreut, dass es hier zwei TDs aus unserem Team waren, die zum Schluss die ganze Situation gecarried haben. Also auch so ein T25-2, eine Hellcat, den T78, Skorpion G, das sind alles TDs mit einem drehbaren Turm, die man im Zweifel wie einen Medium spielen kann. Auf der Stufe 10 zum Beispiel ein Objekt 2685 oder ein WZ114, die kann man spielen so ein bisschen wie einen Heavy Tank mit drehbarem Turm. T30 kann man auch spielen wie ein Heavy Tank oder wie ein TD. Also es gibt so viele mehr Möglichkeiten, die einem die Jagdpanzer vielfach an die Hand geben und nur die wenigsten nutzen sie, sondern spielen die dann eher wie ein Nashorn oder wie einen Toaster, die wirklich jetzt keinerlei große Option haben. Sturer Emil ist auch so ein TD, der jetzt nicht allzu viele große Handlungsoptionen hat, aber es gibt genug TDs, ich habe ja jetzt gerade auch eine Reihe von aufgezählt, die mehr als nur eine Spielweise erlauben und das solltet ihr auch nutzen für euch, euer Vorankommen, eure Credits, eure Gunmarks, you call it, you name it, ihr wisst, wovon ich rede. Ja, das war mir nochmal wichtig, euch das zu zeigen und ich würde sagen, wir gucken uns die Postgame-Stats an. Ja, die erste Runde im Skorpion G war gerade mal erster Klasse, Großkaliber, 4798 Schaden, 3 Kills, 294 Unterstützungsschaden. Gucken wir mal ganz kurz drauf, 1277 Basis-XP. Ja, das bedeutet halt auch, dass dieser Panzer natürlich extrem stark ist, extrem stark gefahren wird. Und viele fragen mich auch immer, ey Maus, sag mal, ich habe 5000 Schaden gemacht, ich habe kein Panzerass bekommen. Das Panzerass das Panzerass hängt von den Basis-XP ab. Ja? Je höher die Basis-XP, umso besser eure Chancen. Hier wird das Panzerass wahrscheinlich um die 1350 Basis-XP liegen.
für euch wichtig, wenn ihr als CD die ganze Zeit nur über 300 Meter sniped und andere für euch die Spots bringen, dann teilt ihr euch die Basis-XP mit anderen. Auch die Su 130 PM hatte jetzt in dem Beispiel hier eine gute, brauchbare Runde mit 2805 Schaden, 3 Kills, aber halt deutlich weniger Basis-XP, weil er seinen Schaden höchstwahrscheinlich nicht selber gespottet hat. Wir haben unseren Schaden größtenteils unter 300 Meter gemacht, 1555 Schaden, auch noch über eine Entfernung von 300 Meter, aber wir waren immer vorne mit dabei und haben auch selber unseren Schaden gespottet. Ja? Wenn ihr den Schaden nicht selber spottet mit eurem TD, dann teilt ihr euch die Erfahrung 50-50 mit demjenigen, der den Schaden spottet, der dann dafür quasi auch den Unterstützungsschaden bekommt. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die viele Leute immer nicht so auf dem Schirm haben. Und ich glaube, zu wissen, dass auch Schaden, der unter 300 Meter entsteht, nochmal ein bisschen mehr XP gibt als Schaden, der über 300 Meter entsteht. Also das mal nur mal so ganz, ganz kurzer Exkurs. Schauen wir hier mal ganz kurz drauf. 14 Mal geschossen, 11 Mal getroffen, 11 Mal penetriert. 151.000 Credits in der kurzen Zeit gemacht. Natürlich mit persönlichen Reserven, aber das schmeckt natürlich in 5 Minuten 151.000. Kann sich definitiv sehen lassen. Gucken wir ganz kurz hier auf die zweite Runde. Das war ein Panzerass. Wir haben die Verteidigermedaille bekommen. Knapp 3000 Schaden, 4 Kills, 285 Unterstützungsschaden. Und hier hat auch der T25-2 eine extrem gute, saubere Runde gespielt. Dadurch, dass ich jetzt hier Low-Tier war, habe ich natürlich nochmal ein bisschen mehr Basis-XP bekommen als der T25-2, weil er Top-Tier war. Auch das ist halt wichtig, Schaden auf niedrigere Stufen gibt immer weniger XP und Schaden auf die gleiche Stufe oder dann nochmal auf höhere Stufen gibt dementsprechend immer mehr XP. Also gleiche Stufe, dann eine Stufe drüber gibt nochmal mehr XP und zwei Stufen drüber gibt natürlich am meisten XP. Das gleiche gilt dann auch für die Kills. Also deswegen hier der Unterschied, obwohl er mehr Schaden gemacht hat und die gleiche Anzahl an Kills, weil ich hier, wie gesagt, in der Runde Low-Tier war und auch noch diversen Schaden an Siebenern gemacht habe und er wahrscheinlich diversen Schaden an Sechsern, deswegen hier weniger Basis-XP. Gucken wir hier ganz kurz drauf. 21 Mal geschossen, 15 Mal getroffen, 15 Mal penetriert. Also da waren natürlich auch ein paar optimistische Schüsse dabei, aber nichtsdestotrotz, denke ich, war das ein brauchbares Trefferbild. 35.253 Credits. Darum ging es jetzt aber auch gar nicht so. Mir war es wichtig, euch hier nochmal zu zeigen, dass es nicht immer nur einen Weg gibt, der nach Rom führt, sondern viele Wege und dass ihr vor allem für euch selber auch begreift, was ihr da eigentlich unter der Haube habt, dass ihr quasi alle Facetten bespielen könnt, die euch so ein TD an die Hand gibt und nicht immer nur diese eine hinten rumstehen, warten, bis das Team tot ist, um dann euren Schaden zu machen und sich dann darüber zu beschweren, dass niemand spottet oder dass ihr nur mit Vollidioten im Team seid. Versucht sie gleich zu unterstützen. Proaktiv ist hier das Zauberwort und versucht euch einen Spielstil anzueignen, der euch in die Lage versetzt, auch mal der mitspielende TD zu sein und nicht immer nur der, den wir alle nicht leiden können, der hinten irgendwo an der roten Linie steht und die Mitspieler zuflamet. Ja, das ist ja, gibt's ja leider genug davon. Seid besser, macht es nicht so und versucht, wie gesagt, wo es geht, immer mitzuspielen. Ich denke, dann werdet ihr ganz von alleine merken, wie eure Siegrate nach oben geht, wie eure persönlichen Ergebnisse nach oben gehen und wie auch die Gunmarks ins Haus geflattert kommen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran an den Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!